So, wir sind zurück zu jetzt aber wirklich Mantle of Honor. Ich bin Mantle und Honor ist auch dabei. Ich bin auch dabei, hey. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind jetzt live. Wir streamen alles, auch das hier, live auf twitch.tv/bonver, montags bis freitags, ab 18 Uhr mit Open End, so 22 bis 24 Uhr, ne? Bis dahin mindestens. Ja. Und wir haben heute eine Neuerung, wir haben nämlich noch jemanden mit dabei, nämlich die Stimme des Chats, ja? Die uns immer informieren wird, was gerade im Chat passiert. Und das ist heute niemand Geringeres als Hauke. Hallo Hauke. Hallo, hallo. Na, du, wie sagt man jetzt eigentlich? Sagt man jetzt Hauke aus dem Klimansland oder sagt man einfach Hauke, Hauke? Einfach nur Hauke. Man sagt ja, also weil ich so bekannt bin, nee, einfach Hauke. Darfst du ruhig. Einfach Hauke, okay. Ja, er hieß ja vorher schon Hauke. Auf Twitter, @ der Hauge, ne? Ja. Genau, der ist heute mit dabei. Und ja, Matteo, damit es nicht diesmal wieder so chaotisch wird wie Dienstag, habe ich vorhin noch einmal die Builds vorbereitet. Und bevor wir jetzt starten werden, werde ich diesen Build noch einmal kurz für dich vorspielen und dir dabei zeigen oder vermitteln, wie genau... worauf es ankommt, oder genau, was? Worauf es ankommt. Achso, ich wollte eigentlich gegen einen... Ja, du kannst ruhig mitjoinen. Da mache ich hier nämlich noch irgendwie einen Bot rein. Hey, lass einfach gegen mich laufen und ich gucke bei dir zu. Achso, ja, können wir auch machen. Ja. Gut. Let's go. Also. Soll ich dir vielleicht nachspielen direkt? Nein. Nein. Du guckst erstmal zu und konzentrierst dich. Okay, ich kann. Was? Muss das sein? Ja. Fuck. Also, wir spielen heute wieder unseren Roach Ravager Push. Aber ich habe einmal die Timings runtergebrochen, sodass wir uns eben beide selbst einfach merken können. Ne? Mhm. Und wir versuchen, genau denselben Bild zu spielen als Opening. Das heißt, unabhängig davon, gegen was wir spawnen, bauen wir ein 13er Overlord zuerst. Ne? More minerals required. Minerals. Zack. Mhm. Und bauen erstmal ganz normal eine 17er Hatchery. Wie wir es ja sowieso immer machen. Ja. Wenn du Fragen hast, Fragen. Versuch so wenig zu reden wie möglich, damit du dich auf den Bild konzentrieren kannst. Gut. Ja, ich kann mich, ich bin das ja schon gewohnt. Ich kann mich auch so auf den Bild konzentrieren. Ja, und dann verkackst du hier. Okay, dann. Nee, verkacke ich nicht. Gut, also so. Das Opening ist bisher total. Von diesen Drohnen nehme ich eine und schicke die schon nach unten. Ah, genau. Das mache ich nämlich auch immer so. Hat mir ja, aber nicht, nicht die 17., sondern eine von genau, den. Genau, von den 15, 16. Die genau, 15, 16. von der 15, 16. Ja. Kenn ich. Und wenn du halt weiter weg musst auf den 2-Spieler-Mips, dann nimmst du schon eine noch früher. So, 17er Hedge. Dann gehen wir erstmal hoch auf 19. Insufficient. So, direkt das Gas bei 19. Mhm. Nicht erst warten, ne? Damit wir direkt schnell 100 Gas haben. Und den Pool bei 18. Zack. Jetzt gehen wir hoch auf 20. Bei 20 bauen wir, bevor die Hatchery fertig ist, den dritten Overlord bereit. Den dritten Overlord bereits, ja? So, diese Drohne können wir hier schon reinschicken ins Gas. Zack, zack, zack. Das heißt, jetzt noch eine Drohne. Und du scoutest erstmal nur mit den ersten beiden Overlords. Die anderen sammelst du zwischen deinen Basen, ja? Auf die konzentrierst du dich gar nicht. Du gehst nur mit zwei Overlords los. Okay. Dritte einfach hier rein in die Basis. Jetzt kann eine Drohne schon runter. Wobei, das war ein bisschen zu früh. Nehmen wir nochmal zurück. Wobei, jetzt hätten wir es auch sparen können. So. Ich bin genau bei 20. Queen, Queen, zweimal Zählklinge, gruppieren und 100 Gas. So. Okay. Bisher alles genauso wie... Genau. Wir bauen weiter Drohnen. Und das nächste Timing sind jetzt wieder 100 Gas. Merken wir uns. Mhm. Bis 100 Gas bauen wir einfach Drohnen. Drohnen, 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 Drohnen. Die Zerklinge bleiben erstmal hinten, um gegen Reaper zu verteidigen und so weiter. Wir wollen uns vollkommen aufs Makro konzentrieren, ja? Mhm.
dritten Overlord, beziehungsweise vierter ist es ja, baue ich immer so bei 32. So nach den ersten beiden Injects. So, jetzt pass auf, jetzt wäre es gleich interessant. Ja. Jetzt sind wir bei 100 Gas. Ja. Das heißt, wir bauen einen Roachron. Mhm. Zweimal Gas. Und zwar unten. Dann haben wir das Problem nämlich nicht mehr oben, dass wir hier Drohnen zählen müssen und so. Mhm. Wir bauen an der Natural die beiden Gasgasiere. Das ja? ist smart, okay. Also genau bei 100, bei den zweiten 100 Gas Roachron zweimal Gas nehmen genau. und an der Natural. Und jetzt ist unser Ziel, die beiden Gasgasiere zu füllen, plus 8 Drohnen. An den Minerals. Okay, sobald die fertig sind, reinschicken, oder? Genau, rein, zack, zack. So, und jetzt, wenn wir halt eine oder zwei zu viel haben, ist auch nicht so schlimm. Okay. Aber das sollte so passen. Okay. Jetzt habe ich ja 10, ne, aber... Okay, aber jetzt fängst du an mit der Roaches. Und jetzt baue ich nur Roaches. Wann hast du, wie viele Overlords hast du davor gebaut? Zwei Stück. Zwei Stück. Und ich baue auch immer zwei neue, sobald die fertig sind. Mhm, okay. Ne, auf zwei Basen, wenn wir Roaches bauen. Dann pumpen wir nur Roaches. Und zwar ungefähr bis 80 Supply. Okay. Das geht halt sehr schnell. Und das Gas sammeln wir dann für Ravager. Mhm. Mineral quantity insufficient. More minerals required. Und du siehst schon, also das Gas stackt sich, aber es geht halt gleich auf einen Schlag weg. Mhm. Na, wenn die. Wenn die Ravager. Ja, die kostet nochmal 75 pro Ravager. Ist halt genau, und die morphen auch zu Hause. Unser Ziel ist, dass wir genau bei 80 Supply Ravager morphen. Mhm. Und dann mit den Ravagern loslaufen. Und dann loslaufen. Ne? Ja. Ja. So, gleich bin ich bei 80. Achtung, jetzt bin ich bei 80. Mhm. Du guckst gar nicht, du baust Spinecrawler. Ja. Verteidige deinen Angriff. Und morphen. Alles, was geht. Noch den Overlord abwarten, den nächsten. Mhm. Könnte sein, vielleicht sollten wir sogar 70 machen. Ich glaube, 70 ist schlauer. Ja, jetzt kommt der Push halt früher. Ja. So, und auf geht's. Du hast bei 70 anfangen, Ravager zu morphen und dann los, ja? Und dann geht's hier los mit der Arme. Das ist unser Push. Okay. Okay, aber. Okay, aber sag mir dann, was passiert, wenn wir mit diesem Push nicht durchkommen. Genau. Und was das ist der nächste Schritt. Erstmal versuchen wir jetzt, die Gegner zu crushen, die, wenn die eine schnelle dritte genommen haben, das zu denyen. Beziehungsweise ja, möglichst viel Schaden zu machen, weil das ist ja schon ein ziemliches Commitment. Ne? Und während die rüberlaufen, bauen wir immer weiter Einheiten. Ja, wir pumpen und pumpen und pumpen. Also immer Roaches, 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 wenn wir keinen Gas mehr haben, einfach Linge, Linge, Linge. Genau, aber mit drei Gas kannst du durchgehend Roaches bauen. Mhm. Ich habe noch keinen einzigen Ling bauen lassen. Okay. Und dann geht's halt los. Ne? Ja, okay. Und immer schön versuchen, auch die Fähigkeiten zu nutzen. Das ist sehr, sehr stark, die Corrosive Bites. Ja. Und dann werden wir halt, wenn wir merken, wir kommen da nicht durch. Mhm. So, keine Ahnung, wir haben eine dritte denied und haben die irgendwie contained. Beziehungsweise irgendwas Unerwartetes, warum wir nicht weiter den Angriff ausführen müssen, können. Als allererstes Tech. Okay. Und du wirst dann auch direkt ein viertes Gas nehmen, weil du gehst auf Mutas. Mhm, okay. Das heißt, jetzt wirst du erst voll auffüllen. Das heißt, hier, ja, wobei, jetzt brauchen wir nicht mehr 16. Können wir schon wieder eine wegnehmen, zack. Aber hier 16. Und dann nimmst du erst die dritte, ja? Mhm. Also erst zwei Basen voll saturieren. Und dann gehst du auf Mutas. Und du wirst auch an der dritten, so schnell wie es geht, Gas nehmen. Mhm, also ich nehme, okay. So, also wenn ich sage, jetzt, Spire, jetzt geht's los. Das erste, was du machst, Tech. Mhm. Genau. Viertes Gas. Leeren drücken, viertes Gas nehmen. Sobald es alles saturiert ist, die dritte nehmen. Und direkt den Spire, so schnell wie es geht. Ja? Also okay. Sofort, der muss halt so, der muss instant kommen, wenn er leer durch ist. Ja. Zack. Ja, ich habe mich nur darauf konzentriert und du tobst dich dann mit dem anderen Zeug aus. So, und ich werde eben auf Hydras gehen und auf Lurker. Mhm. Das heißt, das Ziel ist, dass du mit Mutalisten vorne stresst und Schaden machst. Und ich hinten mit Lurkern verteidige. Okay. Gut. Gut.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich auch ein bisschen pumped. Let's go. Alles klar. Ab und zu mal so ganz kleine... Weißt ja, habe ich auch gehört. Ja. Da können wir halt nicht wirklich was dran machen. Da unser... Könntet ihr euer Voice-Activation-Level so ein bisschen runterstellen, dann kann ich euch besser hören. Manchmal höre ich euch nämlich erst, wenn ihr schon in Stimmung seid. Ja, Moment. Okay. Das muss ich aber mir machen. Bei machen. Wo genau. Geht das? Einstellung? Option. Genau, Einstellung und da dann Option. Sprachaktivierung. Ich glaube nach links, oder? Genau. Aber wie viel? Ja, mach noch weiter. So. Ja. Okay. Anwenden. Okay. Test, Test, Test. Test. Hauke? Ja, jetzt ist besser, jetzt nicht mehr so abgehakt. Okay, cool. Super. Achso, Hauke, bist du dich zwischendurch immer am Muten oder wo kommt. Wir haben immer so ein Knacken zwischendurch. Oder hast du dein Mikro da? Ja. Also ich höre bei euch ein Knacken. Das hörst du bei uns. Okay, das heißt, Hauke kann es nicht sein. Ja, dann. YOLO, los geht's! Okay. Ich gehe im Kopf jetzt nochmal die Bildorder durch, ja? Ja. 13 laut oder leise? Mach ruhig laut. Okay, also 13 Overlord. Dann, wenn der Overlord baut, dann gehe ich hoch bis auf 19, nehme sofort das erste Gas. Dann bei 18, es hat schon angefangen. Bei 18 mache ich den Pool. Dann baue ich weiter Drohnen bis 20. Bei 20 kommt der nächste Overlord. Dann sind... Ich werde die nochmal mit durch. Ja, okay. Wir machen das ja sowieso gleichzeitig jetzt. Ja. Und du redest und ich... Genau. Du konzentrierst dich nur darauf, auf 70 Supply Rota zu kommen. Ich schreibe noch nicht mal Good Luck Have Fun. Genau, schreibe ich für uns. Sehr gut. Terran Zerg. Magma Mines. So, da haben wir eine Gold. Lass mich mal die Gold nehmen. Du eckst mal diesmal vorne. Ja. Ja, wird gemacht. Gott, ich bin so aufgeregt. Stimmt gar nicht. Nicht? Bist du nicht? Nee, ich hab ganz kalte Hände. Kann ich aufgeregt. Musst du zwischendurch immer ja, vor. Ja, hab ich gerade eben probiert. Ging nicht so gut. Aufgeregt? Come on. Ich habe gestern bei dem Minecraft... Oh, Konzentration. Beim Minecraft-Format habe ich so geschwitzt, dass ich das Wasser in der Tastatur von Yoshi war. Von meiner Hand. So. Du musst jetzt relativ früh nach vorne raus, ne? Weil du ja weiter weg bist von der... Ja. Weißt du, welche Basis das ist? Ja. Super. Kenn die Map. Ah, die wollen uns hier schon... Was wollen die? ...aus dem Konzept bringen. Machen schnell den Stream an. Ist Nox nicht Tina? Nee. Wie hieß Nox? Noxy. Ach, stimmt. So laut... Go, go, go. Unser Stream war zu laut für die. Stimmt, ja, unser Stream zu laut. Ah, sorry, your stream was too loud. Couldn't hear my in-game sound. So, das sind... So, jetzt gleich, fahr jetzt schon los, am besten bei 100, mit der Drohne. Also, ich fahr mit einer vom Dings los. Nee, das ist zu spät, fahr jetzt schon los. Jo, oder so meinen Weg. Kommt wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen zu spät an. Könnte aufgehen. Ja. So, jetzt ist es auf 19 wieder hoch. Den ersten Overlord kannst du einmal ganz rüber scouten und dann links oben im Rand verstecken. Ja, warte, ich will erstmal 19 Dings haben und das Gas nehmen. Gas nehmen jetzt. Ja. Und hoch auf 200 Minerals und dann 18er Pool. Wo soll ich ihn verstecken, Pool. Overlord? Pool, Pool, Pool. Oh, shit. Ganz nach hinten durch in die Ecke. Okay, Pool sitzt. Jetzt auf 20 hoch. Mhm. Terrana nimmt jetzt ein Gas. Ins Gas. Mhm. Noch eine Drohne auf 20. Bin ich. Aber und als nächstes den Overlord. Jo. Den lässt du zu Hause. Mhm. Einfach in die Mitte von unseren Basen. Hier so hin. Da sammeln wir die alle. Mhm. Also sind die safe. Okay, komm. So, Nein, Minim hat gerade subscribed. Nice. Sehr danke schön, danke schön. Oh. Queen, Queen. Zack, zack. Doppel Zergling. Ja, jetzt und jetzt. Und jetzt 100 Gas. Zack. Speed. Hast du angedrückt? Jetzt, ich hatte gerade 100 Gas. Zwei Drohnen runter bei dir. Ja.
Und bei 100 Gas ist unser nächstes Timing. Ja. Kommt schon ein paar Linge. Da ist der Reaper. Pass auf die Drohne auf. Auf den Creep kämpfen. Auf den Creep. Zurück, zurück. Weiter Linge pumpen. Ja. Weiter Linge. Linge immer, pumpen. Immer nur auf den Creep. Immer nur auf den Creep. Die spielen eng und all in. Ja, da sind schon zwei Ravager. Pass auf die Drohne auf. Ja, ich versuche zu saven. Spawn bringt dir nichts. Ich hab dir doch gesaved. Achso. Wir bauen erstmal nur Länge. Müssen die verteidigen. Ja, der hat mal links gerückt, ne? War eine neue Queen unten. Ja, mach ich. Wird schon gebaut. Alter Schwede. Ja, ich komme nicht. Oh. Weiter, weiter, weiter. Komm, ist noch nicht vorbei. Ja, ich baue, ich baue, ich baue. Durchbruch. Halten wir oder? Wir fallen, wir fallen. Okay. Zurück. So, Roachron, Doppelgas. Ich kann das Gas aber jetzt nicht unten nehmen. Ich habe keine Drohnen. Ich muss jetzt warten. Oh shit. Pump weiter Zerklinge noch. Ja, mach ich. Und pass auf die Reaper-Minen auf. Zurück, 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 zurück. Oh Gott. Oh Gott, ja, ich hab. Mit der Army zurück. Ja, es kann schon sein, dass es vorbei ist jetzt. Drauf. Warte, pfeifen. Ja, ja, ich bin drauf. Und den Queens ein bisschen zurück. Immer auf die Reaper-Mine aufpassen. Ein Shoutout an Matrigo666, schon ewig im Chat und jetzt subscribed. Nice, danke Matrigo. Kenn ich auch schon, saulange. Achtung, die Reaper-Mine. Ja. Wollen wir die surrounden? Ja, ja, go, go. Go. Und jetzt pumpen Roaches. Hier sind oh Gott! Banelinge, die sind richtiger All-In. Alter. Ja, das sieht nicht gut aus. Versucht die einzeln irgendwie. Ja. Warte. Alter Schwede. Versuch Roaches zu bauen. Ja. Ich hab Roaches. Go, rauf. Können wir fighten. Wo, wo, wo? Unten fighten. Oh, ich bin voll in egal, diesen egal, einen egal. Dings reingegangen. Ich hab Roaches. Bau nach, bau nach. Ja, ich bau nach, bau nach. Du drohnst einmal. Was ist denn hier los? Drohn einmal. Ja, hier sind sau viele von meinen Dings. Du drohnst? Ja. Okay, wenn wir verlieren, dann lag's an mir. Egal, spiel weiter, spiel weiter. Wir haben noch nicht verloren. Ja. So, das reicht an Drohnen. Jetzt pumpen wir Ravager. Ja, ich hab den nur runtergezogen. Egal, pumpen Ravager. Okay. Ich hab mega low Echo. Egal, 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 egal. Ich hab ne Void Base, alles gut. Pump durch. Wir verstecken die noch bis 70. Mhm. Wo bist du? Bei 2. Okay, du machst bis 50 hoch. Okay. 50 Supply. Wir kommen unten. An der Rampe. Ja, ja, fight, fight. Ja. Renn durch. So, versucht die Golddinger. Ja. Okay, und jetzt go. Let's auf go. Geht's, rüber, rüber, los rüber. Los geht's, los geht's. Go, 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 go. Mineral quantity insufficient. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Weitest du schon? Ja. Direkt drauf. Wir gehen direkt hoch, wir gehen direkt hoch. Okay. Mach Cross. Hoch, hoch, hoch. Ja, ich drück uns rein. Oben die Army erstmal fighten. Ja, ja, mach die Corrosive Bites, muss Corrosive Bites. Ja. Immer weiter ran, immer weiter ran. Warte. Wir fighten mit der Army. Sehr schön, weiter, weiter, weiter. Hit and run. Ja, warte. Warte mal, einer hat einen Puppen. Weiter, Corrosive Bites. Ja. Sehr schön. Von hinten Roaches. Ja, lass es. Wir fighten die Roaches. Ja. Oh Gott. Das reicht nicht. Wir müssen hier die Units mit hochnehmen.
Ja, die ziehen alles. Ein bisschen zurückfallen lassen vielleicht. Du bist hier in der Rampe noch Roaches, fight mit. Ja. Rauf, rauf, rauf. Ja, ja. Komm, weiter rauf, alles rauf. Ja. Bei mir kommen jetzt nochmal viele Roaches. Zieh ich mal zurück an die Rampe. Komm mal ein bisschen an die Rampe. Ah, ich verliere gerade alles. Ah. Shit. Okay, kommen nochmal viele von dir. Einmal sammeln. Warte, 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 warte. Sammeln. Weg von der Rampe, weg von der Rampe. Okay, okay, okay. Wir pushen weiter. Die haben ein bisschen Eco verloren. Und die Basen sind bald alle leer. Ich mach Ravager neue, du pumpst einmal weiter Roaches. Mhm. Wobei, ich mach auch ein paar Ravager. Das ist viel Gas. Wann expandieren wir? Gar nicht. Wir pushen weiter. Okay. Willst du unbedingt in die Main oder wollen wir die dritte rausnehmen? Wir werden jetzt die dritte rausnehmen. Okay. Okay, ich glaube, der hat hier eine Basis genommen. Ich guck mal. Ja, hier ist eine Basis. Okay, und jetzt rauf. Shit. Rauf, rauf, okay. Rauf. Oben ist ein Tank. Rauf. Auf geht's, auf geht's. Direkt den Tank raus, Corrosive Bites. Das sind zwei. Ja, die können wir rausnehmen. Alles auf die ganzen Corrosive Bites. Ein Tank ist raus. Oh, den zweiten kriege ich, glaube ich, gerade nur so. Boah, das ist zu viel. Das reicht nicht. Na, die stehen halt zu gut mit, defensiv mit den Tanks. Zurückziehen. Und drohen. Du gehst direkt auf den Spire. Okay. Kein Gas gerade, oder? Keine Mineralien. Zieh dein Overlord hier vorne zurück. Ja, warte. Lass mich erstmal auf den Spire kommen. Ja, so. Oh Gott, die sind an uns vorbeigelaufen hier. Achtung. Ja, die kommen. Oben an die Rampe stellen, oder? Ja. Wir haben unten eh keine Basen. Units pumpen, dann sterben wir. Ja, ich pumpe alles, was ich kann. Ich bin auf unter 100 Mineralien. Okay, okay. Keine Panik. Gott. Drohnen, Drohnen, Drohnen. Drohnenrunde. Insufficient. So, ich geh direkt auf Hydra denn. Ja, ich kann halt nicht auf den Spire gehen, ne? Warum nicht? Ja, also ich kann auf den Spire gehen, soll ich? Dann haben wir aber keine. Achtung, dein Roach ist vorne, was machen die? Keine Ahnung. Matteo! Wo sind die Roaches? Gut. Oh, shit. Go auf den Spire. Los, los, los. Direkt. Ja, warte, ich muss ein bisschen zurücklaufen. Ich habe halt überhaupt keine Eco für Spire. Okay. Egal, bau Mutas. Okay. Zwei Base Mutas. Mhm. Not enough energy. Not enough minerals. Okay. Spire ist halb durch jetzt gerade. Ich spare die ganze Zeit jetzt Gas und Mineralien. Bau noch ein paar Drohnen für deine Minerals. Expended. More minerals required. Not enough minerals. Dann gehst du Harrison. Wichtig ist, dass du keine Mutas verlierst. Drück auch das Plus 1 Attack Upgrade an für die Mutas. Attack? Okay. Warte, erstmal baue ich welche. Command unacceptable.
Quantity. Kannst du mir Mineralien schicken? Nee, ne? Nee, ich bin gerade. Ich habe auch nur Gas. Nee, ich habe einfach zu viel Gas, ey. Ich muss aus einem Dings wieder raus. Achtung, die kommen. Oh Gott. Zeig mal die Armee von denen. Gib mir den Mutas direkt, Harrison. Ich hab drei. Direkt rüber, ich egal. Drei Stück. Zeig die. Wir brauchen Zeit. Die kommen jetzt. Okay, komm mit auf dem. Wir müssen fighten, komm mit. Mit dem Mutas oder ohne? Mit Mutas. Müssen schön auf dem Creep sein. Creep Tumor under attack. Defensiv stehen. Bau weiter Mutas. Mach ich. Creep Tumor under Geyser exhausted. Soll ich mir den Mutter schon mal ein bisschen gucken, ob ich was... Ja, ja, geh jetzt mal Harrison, ich hab genug Lurker zum Deffen. In die Base oder? Ja, ja, in die Base. Ein bisschen? In die Base. Ich kann die Tanks snipen. Ja, versuch, aber keine verlieren. Ja, sind zu viele Marines. Geh in die ich Base, versuch in der Base. Ich hab noch keinen verloren. Oh. Allied forces in combat. Sequences spots. Command unacceptable. Oh. Allied forces in combat. Ich versuche die Production von Terran kaputt zu machen. Verlier bitte keine. Ich verliere keine einzige. Und drück das plus 2 Mutter Upgrade auch direkt. Ja, oh, die bauen Corruptor. Okay. Egal, pump weiter Mutas. Jetzt gehst du auf den Hive, also bau schon mal ein Infestation Pit. Creep Tumor under attack. Mineral Field exhausted. Ich bin halt zwei Base, ne? Dann nimm eine neue Hatchery. Ich wollte gerade sagen, der Chat sagt auch, du brauchst mal eine dritte Mäntel. Ja. Okay, danke, Hauke. Ich versuche mal unten lang zu fliegen, ein bisschen zu harassen. Ja, sei ein bisschen aktiv mit dem Mutas. Die haben Bootlords, komm mal zurück. Oh shit. Ich bin hier gerade am Fighten. Komm zurück. Bau Corrupt ab jetzt. Wenn jemand auch Corrupt da oben. Du musst die Dings raussnipen, die Bootlords. Ich muss die raussnipen. Sonst haben wir direkt. Ich muss wieder abfahren. Das war's. Kommen die komplett durch? Ja, hab alles verloren. Ja, Tors und Bootlords. Okay, mach mal GG. Also hier, Rouse. Ja, wir waren, Weißt du, was der Fehler... Weißt du, was war, der Go. Wir waren zu aggressiv vorne. Genau, wir hätten die dritte von denen rausnehmen sollen. Aber weißt du, warum? Unser Push hätte viel stärker sein können, weil ich habe einmal, wollte ich die vierte Gas oben... Nee, das dritte Gas oben nehmen und habe das Gas nicht genommen und da standen einfach so drei oder vier Worker von mir einfach so rum. Also ja. Ich hätte noch besseres Income gehabt, weil ich war die ganze Zeit mega low Eco. Aber der Push, du hast recht, wir hätten... die dritte von denen einfach rausnehmen müssen, ja. Und dann hinten selber expandieren, eine Basis nehmen und... Also ich glaube, es war sogar okay, reinzugehen das erste Mal, aber dann hätten wir uns zurückziehen sollen und ja. Die einfach die dritte rausnehmen und tschüss. Und die waren auch super greedy, weil die hatten unten ja die ganze Zeit diese Base, die wir voll spät erst entdeckt haben. Nee, die hatten die da, ist runtergesetzt. Ach so, okay, alles klar, gut. Der Chat findet auch, ihr hättet ruhig ein bisschen in die Echo gehen können, als ihr gepusht habt. Das habt ihr so ein bisschen links liegen lassen. Ja. Ja, wir hätten normalerweise dritte rausnehmen und dann ja, selber ich wollte das Spiel halt beenden. Ja. So, deswegen habe ich gesagt, okay. Aber die Kombo ist super stark, dass du defensiv Lurker und Dings hast, weil die können niemals einfach reinpushen und ich kann mit den Mutas mega Stress machen. Und wenn die Mutas halt früher hast, ne, dann ja, kann der genau. Auch nicht auf Rootlords kommen. Das Problem war halt, die haben am Anfang so fucking viel Druck gemacht mit voll, guck mal, wie viele Banelinge die gebaut haben, wie viele Reaper die gebaut haben. Es war schon ein Wunder, dass wir es überlebt haben überhaupt. Ja. Okay, gut. Aber es hat Potenzial.
Auf jeden Fall hat das Potenzial. Los, let's go. Letzte und nächste Runde. Ja, aber jetzt müsst ihr Cheese spielen. Das wünschen sich alle im Chat mal eine Cheese-Runde. Danach könnt wir ihr wollen erstmal diesen Nein, nein, nein. Wir haben in der letzten Folge Cheese gespielt, ja. Da haben wir das gespielt, was der Chat wollte. Aber jetzt habe ich die Strategie mir überlegt und jetzt müssen wir die einmal durchziehen. Genau, wir lernen erstmal die Strategie und wenn, wenn die Strategie sitzt, dann geht's weiter mit Improvisationsplay. Alles Mögliche, was wir wollen. Großes Improvisationstheater hier. Genau. War aber ein tolles Spiel zum Zusehen. Da ist sich der Chat auch einig, fand ich auch. Okay. Toll. Vielen Dank. Das war's dann mit Mantle of Honor. Episode, was haben wir denn mittlerweile? Boah, okay, da kann ich gar nicht mehr so, ich kann gar nicht mehr erzählen. 17. Wow. Episode echt 17. Schon? Ja. Wow. Von Season 4. Danke fürs Zuschauen an die Zuschauer, die live mit zuschauen auf twitch.tv/bonjour. Wir sehen uns gleich nach der Pause noch zu einer weiteren Episode. Die Zuschauer, die in den VODs auf Twitch oder auf YouTube oder auf Bonjour zuschauen, wir sehen uns im nächsten VOD. Das war's. Und die letzten Worte gebühren wie immer Hauke. Mit achso, was? wenn Niklas die Arme verkreuzt, dann ist Sirius angesagt. Zitat aus dem Chat. Tschüss. Ha ha ha.